47 Feuerwehrleute aus Salzburg wurden am Florianitag für ihren teils jahrzehntelangen Einsatz für die Menschen ausgezeichnet. Es ist unglaublich beeindruckend. Wir haben etwa 11.000 aktive Feuerwehrleute. Dazu kommen noch die Jungen. 500.000 Einsatzstunden pro Jahr, auch Ausstunden für die Ausbildung, das ergibt auf jeden umgerechnet 3 Arbeitswochen. Und Zeit ist ja das Kostbarste, was wir haben, denn jede halbe Stunde, die vergeht, ist unwiederbringlich weg. Und da kann man nur sagen, vielen, vielen Dank. Das ist auch die best eingesetzte Zeit, die man sich vorstellen kann. 7 Feuerwehrmänner und 1 Bergretter aus dem Gasteinertal wurden vom Landeshauptmann mit dem Lebensretterverdienstzeichen des Landes geehrt. Sie haben 2 Frauen aus einer Mure gerettet. Für mich war es jetzt so, dass in dem Moment, wo der Herr Landeshauptmann dann diese Revue passieren hat lassen, was uns da heimgesucht hat oder was wir da erlebt haben, ist dann sehr, sehr viel wieder aufgekommen. Aber eigentlich mit mehr Freude, als wir, weil es ja sehr, sehr gut ausgegangen ist für uns. Das heißt, wir haben die 2 Damen aus dem Schutthaufen befreien können. Und dann ist die Frage gekommen, ob wir eine psychische Belastung haben. Und dann habe ich gesagt, psychische Belastung haben wir gar nicht. Wir haben 2 Lebende aus den Trümmern gerettet und das war für uns eigentlich nur wie ein Feiertag. Und das kommt heute wieder auf, in einer gewissen Art und Weise. Mein Zugang damals zur Feuerwehr als junger Mensch war, einerseits helfen zu wollen, was Gutes zu tun, aber auf der anderen Seite auch die Kameradschaft innerhalb der Feuerwehr, die mir immer schon gefallen hat. Und natürlich auch, dass man sie im beruflichen, im persönlichen Bereich weiterentwickeln kann, weil das Spektrum der Feuerwehr, die Aufgaben, die zu erfüllen sind, sind sehr umfangreich. Und in jedem Teil kann man nur lernen und das jeden Tag auch. Wir Feuerwehrmitglieder machen unser Hobby, unsere ehrenamtliche Tätigkeit bei der Feuerwehr aus Überzeugung, aus Freude, weil wir es gemeinsam gerne machen, weil wir anderen helfen wollen. Auszeichnungen sind ein kleines Dankeschön. Das will ich nicht erwarten, aber das wir gerne zur Kenntnis nehmen. Und natürlich eine Auszeichnung des Landes Salzburg ist eine besondere Ehre für unsere Mitglieder, wenn sie diese aus den Händen des Landeshauptmanns entgegennehmen dürfen. Ja, das Feuerwehrwesen, natürlich mit der Masse der Freiwilligen Feuerwehr, aber auch der Berufsfeuerwehr und den Betriebsfeuerwehren, ist ein unverzichtbarer Pfeiler unserer Sicherheitsarchitektur. Hätten wir die Feuerwehr nicht, dann wäre einfach unser Land nicht so sicher, wie es ist.